Und willkommen zurück bei Secret. Ich will diese Höhle hier auseinandernehmen. Die hat mich so viel gekostet. Einfach nur, weil ich... ja, in der Statistik keinen einmal gestorben drin stehen haben wollte. Wir machen einen so exorbitanten Schaden, habe ich das Gefühl. Dass es einfach nicht mehr witzig ist. Und ich werde bestimmt nicht mehr diese coolen Gegenstände finden. Ich meine, es kann sein, dass ich andere coole Gegenstände finde, aber... So, der ist död. Finde ich hier so ein Quatsch. So, du bist auch tot. Hier, schreiender Bogen der Geneigten. Was will ich denn damit? Mann, ich will meine Set-Gegenstände wieder haben. Die Höhle hat sich auch neu generiert, habe ich das Gefühl. Die sah doch mal vorher anders aus. Meh. Ja, man sollte echt öfters abspeichern. Dann passiert sowas nicht. Ach, das ist doch alles doof. Ihr macht mir nicht den Eindruck, ihr seid etwas Besonderes. Wo habt ihr studiert? Irgendwelcher Quatsch wird hier mir entgegengeworfen, aber keine vernünftigen Gegenstände, mit denen man irgendwas anfangen könnte. So, gehe ich erstmal hier oben ein bisschen aufräumen. Bogenschütze mal wieder haufenweise. Mann, meine schönen Gegenstände. Ja, der ist etwas aggro da oben. So. Mann, hier wird bestimmt keiner solche schönen Gegenstände ausspucken. Das ist immer so doof. Wenn man stirbt, verliert man alles. Oh. Aber gute Idee. So, wir speichern nochmal ab. Einfach nur, weil wegen Abspeichern. Ist hier drin irgendwas Interessantes und Tolles? Nö. Wir hatten einen übel coolen Ring, wir hatten übel coole Handschuhe, wir hatten noch übel cooles Schild gefunden. Jetzt muss ich mich wieder mit irgendwelchem Mist hier rumplagen. Mann, das ist doch gemein. Ich verlange sowas wie Gerechtigkeit. Ich will gute Gegenstände haben. Ach ja. Ja, so ist es mit dem Licht. Vom Gold spucken die aus. Für Gold, was soll ich denn mir für Gold kaufen, hä? Es gibt keinen Händler, der coole Gegenstände verkauft. Nein. Gibt es einfach nicht. So, jetzt kommt mal ran auf den Meter, alle ihr. Was? Du bist tot. Seid doch ruhig. So, der ist tot, wie schon gesagt. Der Ork-Krieger wird auch dran glauben. Genauso wie der hier. Wolfsruf, na toll. Gibt mir noch irgendwelche tollen Runen, die ich, naja, weniger toll finde. Was ist das denn? Gehege mit Spinnen? Was soll der Quatsch denn? Habt ihr zu viel Langeweile oder was? So, alle Spinnen tot. Und spuckt natürlich keiner irgendeinen vernünftigen Gegenstand aus. Mann. Meine schönen Gegenstände. Ich glaube, ich werde jetzt die ganze Folge denen irgendwie nachtrauern, diesen tollen Gegenständen. Aber einfach nur, weil die toll waren. So, da oben sieht es wichtig aus, deswegen gehe ich da später hin. Na gut, ist eigentlich nur, glaube ich, ein weiteres Gehege. Ja, das ist es wohl. Ein weiteres Gehege mit ganz, ganz viel Spinnen. Also ich frage mich, ob ich hier wirklich irgendwie in die Schaltzentrale der Orks reingerannt bin. Aber es sieht ganz danach aus. Das ist halt auch das Tolle, es gibt riesige unterirdische Höhlen, wie diese hier zum Beispiel. Ich meine, Höhlen sind meistens unterirdisch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Halt riesige Bereiche, die man eigentlich überhaupt nicht erkunden muss. Das war ein schlechter Treffer. Ja. So.
Lichtschild. Na klasse, schenkt mir noch mehr Runen. Mann. Ich krebe hier damit rum, die ganze Zeit die Regenerationszeit des Zauber ein bisschen runterzukriegen und die schenkt mir die ganze Zeit irgendwelche Runen. Das ist auch der blanke Huhn. So, zumindest unseren Stufenaufstieg haben wir wieder am Start. So, der komische Bluttrinker geht bitte auch bald mal irgendwann drauf. Na komm, geht drauf. Danke. Ja, dafür haben wir irgendwie so einen Mist hier eingesammelt. Liegt irgendwas Tolles rum? Nee, ne? Kann weg, kann weg. Ja, klasse. Kann weg, kann weg. Mann, wir hatten viel besseres Zeug als diesen Knall hier. Irgendwelche Quatschsachen hier, die man einfach nur als Brennholz verwenden kann. Ach ja, das Leben ist so, so ungerecht manchmal. Ja, ich werde gerade beschossen, das weiß ich auch. Aber ihr seht mich gerade mal nicht. Mann, das soll aufhören, mich zu beschießen. Mentale Regeneration, so und so. Warum ist diese verdammte Höhle eigentlich so verdammt groß? Hier steht irgend so ein Leuchter rum, okay. Hm. Das war ja viel zu leicht. Hat dann doch einige Ausmaße, muss ich mal zugeben. Gehst du mal drauf? Ich habe den ganzen Tag Zeit. Igels Fingerreif der Geschwindigkeit können wir bestimmt nicht benutzen, genau. Mann, ich hasse euch alle. Warum können wir den nicht benutzen? Weil wir keinen Fernkampf haben. Yay. Wie lange geht denn das hinten noch? Sag mir das einer. Oh, hier geht's raus. Aha. Gucken, hier ist rein. Der Kampfkunst. Ah, ein Ring, den wir tragen können. Na, ich bin ja halbwegs wieder zufrieden. Obwohl man echt bedenken muss, man hätten beide Ringe haben können. Zerteilen und kritische Treffer landen, naja. 17 bis 26, ja, kann man reinnehmen. So. Jetzt gucke ich mal kurz, wo es hier rausgeht eigentlich. Zu einem Skelett. Aha, falscher Zauber, wunderbar. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh. Aha. Das finde ich ja hinreichend interessant, muss ich mir zugeben. Also die Höhle ist mir echt neu. Die sehe ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Nach Aisha da müssen wir jetzt zwar gar nicht, aber ist auf jeden Fall ganz cool. Natürlich, wenn ich es bei so einem Bluttrinker zerteilen erwische, ist das auch ein bisschen doof. Sehr geschmeidig. Achso, also zerteilen macht in eigentlich nur das, dass der Gegner quasi verdoppelt wird. Das heißt, wir treffen den irgendwann mit halt so und so bestimmten Leben und da wird er halt genau in dem Moment verdoppelt. Also er teilt sich quasi. Das heißt, wir haben dann, also wenn man es ganz cool erwischt, hat man dann, ich weiß nicht, geht das bei Drachen, aber zum Beispiel hat man irgendeinen dicken, fetten Gegner, der relativ viele Erfahrungspunkte gibt, den man schon ziemlich weit runter hat. Und dann kommt zerteilen, das heißt, man hat dann zwei ziemlich dicke, fette Gegner, die ziemlich weit runter sind. Und da kann man quasi doppelte Erfahrungspunkte abgreifen. Das ist eigentlich nicht so dumm. So, jetzt muss ich hier mal ganz, ganz stark auf meine Lebensanzeige achten. Deswegen schweige ich mal kurz etwas mehr als gewöhnlich. So, ich lock mal lieber ein. Man weiß ja nie. Da hat sich gerade einer zerteilt, der hier, glaube ich. So. Na komm, stirb schon. Danke. Was war das heißglühende Schwingen der Blablabla? Okay. Spürt meinen Zorn. Ja, ja, komm. Dolle ist die nieder. So, was hat er hier ausgespuckt? Magierstab, Lichtschild und irgendwas. Hier ist so ein bisschen die kleine Folterkammer. Falls man mal irgendwelche Sachen machen möchte, hat man hier verschiedene Gerätschaften. Um sich geschmeidiger zu machen, sage ich jetzt mal. So, hier unten war mehr soweit, ne? Ja. Also ist es eigentlich so ein Durchgang Richtung Aishadara. Das ist interessant.
ist eine ganz, ganz interessante Sache. Ich wusste echt nicht, dass es so viele Durchgänge unter der Wüste gibt. Von dem einen unter dem großen Gebirge in der Mitte da war mir halbwegs was bekannt, aber von dem hier nicht so. Dass er direkt nach hier unten führt. Aishadar ist nur noch eine Ruinenstadt eigentlich. Die können wir uns mal kurz angucken, wo ist denn die? Hier ist Aishadar. Ja, also wie man sieht, ist das Leben hier nicht mehr wirklich zu Hause. Die sind alle ziemlich död. Aber ist halt an sich ein offizieller Ort. Weil man hat so eine Truhe in der Mitte und wird auch auf der Karte angezeigt. Man hat hier einen Bücherständer. Mit einer Schriftrolle, yay. Ich mag Schriftrollen. Rüstung 82, die schon wieder besser ist als unsere. Das ist so schrecklich. Schriftrollen, Schriftrollen, Schriftrollen. Gesetz aus der Zeit Arnum des Dritten. Das Fluchen innerhalb der Stadtgrenze ist verboten. Aha, wie interessant. Wir können ja auch oben das Gebäude reingucken. Aber an sich ist Aisha da ein ziemlich toter Ort. Ich weiß überhaupt nicht, wovon die Leute hier mal gelebt haben sollen. Ackerbau ist in der Wüste auch ein bisschen schlecht und demzufolge auch Viehzucht und alle anderen Sachen, die man vielleicht mit Grund und Boden anstellen könnte. Ja, hier sind auch alle tot. Man sieht, die wurden hier etwas niedergemetzelt. Da unten ist noch so ein Trupp Untoter, das ist auch ganz cool. Und ich verstecke mich in dem Haus. So. Ja, mal gucken, was hier so gibt. Eine Truhe, eine Kiste. Da ist nichts drin. Eigentlich ein bisschen schade. Ja, ja, komm. Geh mal weg, du. Ja, also das ist also Aishadar. Was will man mehr erwarten? Ich weiß nicht, ob uns da noch irgendeine Mission hinführt, aber auf jeden Fall existiert dieser Ort. Und wir können uns den demzufolge mal ein bisschen angucken. Boah, jetzt bis runter zu den Dingen latsche ich jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Ich knall noch dem Typen hier was vor den Latz. Und verstecke mich dann hier oben im Schatten. So in diesem wunderschönen Gebäude. Neben diesen wunderschönen Herren hier. Der anscheinend an einem Pfeil im Hals gestorben ist. So wie es aussieht. Obwohl er selber Bogenschütze war. Interessant. Hast du irgendwie auf mich abgesehen, ne? Egal. Ja, also wir sehen uns dann einfach in der nächsten Aufnahme und Folge von Sekret wieder. Ich sage einfach nur noch Tschüss.